Ganz, ganz herzliches Willkommen hier zu Healthy Printing auf Deutsch. Das ist dann ja schon wieder dieser Konflikt. Healthy Printing ist der Name einer Initiative, die EPEA und die niederländische Stiftung Doen vor circa 3,5 Jahren gegründet haben. Es geht darum, eine Netzwerkinitiative ins Leben zu rufen und Einkäufer, Hersteller zusammenzubringen, also diese Netzwerkinitiative, die Sie schon so häufig heute haben angesprochen. Es ist uns ganz, ganz wichtig, da sehr pragmatisch dran zu gehen. Deswegen haben wir hier ganz viele Fallbeispiele. Die Vorstellung für den Ablauf ist, dass ich Ihnen jetzt noch ein paar kleine einführende Worte sage. Dann jeder der Panelisten einen kurzen Impuls geben wird. Und dann möchte ich trotzdem, und soweit ich weiß, haben wir auch Mikros, auf jeden Fall 20, 30 Minuten reservieren, dass wir auch in den Austausch treten können und nicht von vorne sie nur frontal beballern. Healthy Printing, warum? Wir haben ja eben ein ganz, ganz tolles Panel gehabt und da haben wir über Plastik gesprochen. Unsere Diskussion ist auch nicht Papier oder Plastik. Was ist besser, Paper oder Plastik? Sie wissen, in den USA schon ganz lange ein Thema. Die Antwort darauf in den USA, zumindest im Supermarkt, ist immer, gerne beides, dann hält's, doppelt hält besser. Das ist nicht die Intention dieses Panels. Es geht uns um das, was wir auf dieses Trägermaterial draufdrucken. Da wird nämlich ganz, ganz selten drüber geredet und deswegen haben wir diese Initiative gegründet vor 3 Jahren. Egal, ob es Papier ist, ob es Plastik ist, ob es Textil ist, ob es Aluminium oder andere Trägermaterialien sind, wir drucken da drauf. Das ist ein Informationstransfer, das ist ein Branding, ein Markentransfer, der da stattfindet. Aber obwohl das ein geringer Teil vieler Verpackungen ausmacht, ist der Effekt aufs Recycling 100%. Denn das, was in den Druckfarben drin ist, das geht ja dann auch in die Recyclingmasse. Bei Papier kann ich es trennen, dann habe ich aber diesen sogenannten De-Inking-Schlamm. Und das ist ein ganz schön scheußliches Material, das wir eigentlich als Rohstoff auf unsere Felder und Böden austragen müssen, aber nicht können, weil wir da all die Reststoffe aus diesen Druckfarben haben. Und das ist sozusagen die Zielsetze, die ultimative Zielsetzung der Healthy Printing Initiative, zu sagen, wenn wir den Druckschlamm wieder als Ressource einsetzen können, dann haben wir unser Ziel erreicht. Können wir Druckfarben, wenn wir sie abgewaschen haben vom Trägermaterial, wiedergewinnen? Das sind alles Zukunftsfragen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Ihnen praktische Fallbeispiele vorstellen können. Wir werden anfangen mit Herrn Jan-Niklas Beetz von der Druckerei Vögeli aus der Schweiz, der ein bisschen dazu erzählen wird, was sie gemacht haben im Verpackungs- und im grafischen Bereich. Dann haben wir Herrn Bernd Groh und Herrn Marc Töpfer. Die werden Ihnen gemeinsam ein großes Markenbeispiel vorstellen. Und das Beispiel ist so imposant, weil es die gesamte Zulieferkette, die gesamte Supply Chain mit eingebunden hat. Und das sind ja genau die Herausforderungen. Es ist ja nicht eine Firma, die entscheidet, ich mache das jetzt mal alles. Ich brauche die Zulieferer und die müssen mitmachen. Und wie funktioniert das? Dann haben wir Frau Anja Kreinberg von Wildkorn, die Ihnen ein bisschen die Geschichte erzählen will, warum beschäftigen Sie sich auch mit Verpackung. Herrn Tom Ohlendorf vom WWF als NGO im Bereich Verpackung, der uns das ein bisschen zusammenfassen wird. Und Frau Jenny V. Auf der anderen Seite dort, die uns ein neues Tool vorstellen wird, das wir in der Healthy Printing Initiative gerade entwickeln. So viel als Einführung und wie gesagt, ich würde dann doch schon ganz gerne in den Austausch treten. Wir können das nicht nach jedem Impulsvortrag machen, einfach weil wir dazu nicht genug Zeit haben. Also sammeln Sie bitte Ihre Fragen und dann versuchen wir, dass wir das in den letzten 20, 25 Minuten angehen können. Damit gebe ich Ihnen das Wort, Herr Beetz. Sie dürfen aufstehen, Sie dürfen sitzen bleiben, Sie dürfen machen, was Sie wollen. Die Bühne ist Ihre. Grüezi miteinander. Ich bin zwar aus der Schweiz, aber ich bin ein Deutscher.
Wir sind in Berlin zu einem Viertel Berliner. Voll cool. Bin hier gestern angekommen mit der Bahn aus der Schweiz und bin erstaunt gewesen, wie sich Berlin doch so ein bisschen gemacht hat. Schön, aber auch sehr viel Dreck und Müll an der Seite, wo wir dann gerade beim Thema wären. Verpackungen und was passiert mit den Verpackungen, und man sieht es hier ganz stark. Man guckt aus dem Fenster, man schaut, weil wenn ihr hier rausgeht, ihr seht überall, da liegen Verpackungen, die sind bedruckt und die sind giftig für die Natur. Und genau das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir sind ein Familienunternehmen, die Firma Vögerli in der Schweiz. Wir sind das erste Unternehmen auf der Welt, was nach Cradle to Cradle, also nicht das Unternehmen, sondern wir sind das erste Unternehmen, was Cradle to Cradle Goldprodukte herstellen darf und kann. Das heißt, wir haben ein Produkt, was 100% materialgesund ist. Ein gutes Beispiel sind da meine Visitenkarten. Visitenkarten ist immer die Frage, braucht es die überhaupt noch? Immer mehr sagen, ja, ich brauche die ja nicht. Und ich sage, ich bin ein Drucker, ich brauche eine Visitenkarte, die muss ich abgeben. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber hier sind Blumensamen drin. Der Gedanke ist, Farbe, Papier, 100% gesund und sauber. Da drin hat es die Blumensamen für Schweizer Wildwiese. Und hier drauf den QR-Code, mit dem ich dann das Digitale verbinden kann. Also ich gebe meine Visitenkarte ab, man kann sie aufheben, man kann scannen, einspeichern, aufbrechen und die Blumensamen mit der Visitenkarte zurück in den Kreislauf geben, in den biologischen Kreislauf in diesem Sinn. Coole Idee und macht Spaß, die zu verteilen. Holen Sie sich eine ab, die sind wirklich genial. Danke. Und genau das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, irgendwie innovativ zu sein. Und da kam dann eben letztes Jahr dann das Okay, hey, ihr seid Gold, ihr dürft goldene Produkte herstellen, weil ihr so nachhaltig seid. Und dann ist es natürlich so, wie will man das hinkriegen, wenn man alleine ist? Es geht ja gar nicht. Und wir haben heute schon von Netzwerken gehört. Und so machen wir es auch. Wir sind im Healthy Printing mit dabei. Und wir sind in einem Verbund von 3 Druckereien in Europa. Und wir 3 versuchen dort einen Anstoß zu geben und voranzugehen, um Druckprodukte sauberer zu machen und um nachhaltig dort was zu verändern. Und das ist auch unser Ziel. Und auch in Deutschland tut sich da ganz viel. Ich war vor 3 Monaten in Osnabrück bei den deutschen Verpackern. Die haben sich da zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen unsere Verpackung verändern. Wir haben es vorhin gehört, Frosta geht in Richtung Papier. Papier, weil sauber, wir können es zurückgeben. Und das ist so eine Sache, wo ich gesehen habe, okay, es tut sich was, auch in Deutschland, wo ich richtig stolz drauf bin. Und ein ganz gutes Beispiel ist auch eine Agentur, die in Hamburg ist, das ist die Agentur DesignKiss, die ich dort kennengelernt habe und mit denen es einfach Sinn macht. Wir können unser Netzwerk weiter erweitern. Und so können wir die Welt verändern. Und ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele zeigen, wie wir dort zum Beispiel die Verpackung von einem Cradle-to-Cradle-Produkt von der Firma Kalida, ich weiß nicht, kennt ihr die? Die kommen aus der Schweiz und eigentlich waren sie, oder sind, das Logo ist gelb mit schwarzer Schrift. In den meisten Städten gibt es das. Sie machen Klamotten. Und die sind Cradle to Cradle. Und dann habe ich hier drin das Cradle to Cradle Produkt. Sauber, eine Unterhose. Okay. Müsste er dann hier modeln. Ja, genau. Dankeschön. Und weil das Produkt ja Cradle to Cradle ist, muss die Verpackung auch Cradle to Cradle zu sein. Und diese Verpackung, die ich hier in der Hand halte, die ist seit Anfang des Jahres im Markt von Kalida und die ist Cradle to Cradle Gold zertifiziert. Also die ist 100% gesund. Und das ist der Weg, wo wir hin müssen. Und das ist auch unser Ziel. Aber es ist natürlich nicht einfach. Ein anderes Beispiel, ich wurde vorhin schon angesprochen, Bücher. Wie wird ein Buch hergestellt? Wie sollen wir ein Buch nach Cradle to Cradle herstellen? Es gibt so viele Bücher noch. Bücher sind was richtig Schönes. Aber Bücher sind auch giftig. Also wir haben Giftstoffe drin. Was wir gemacht haben, wir sind hergegangen und haben gesagt, es muss ja irgendwie möglich sein, ein Cradle-to-Cradle-Buch zu machen. Einerseits kam der Kunde, das Buch ist 3 Schritte zum Paradies, ist, glaube ich, ein Beziehungsberater. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gelesen. Und dann war für uns natürlich die Sache, wie können wir das nachhaltig verändern und wie können wir das nachhaltig herstellen. Es steht hier, es ist ein Cradle-to-Cradle-Gold-Buch. Oder Silber? Naja, ist auf jeden Fall Cradle-to-Cradle. Und was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, ist,
Es geht nicht ohne Partner und es geht nicht ohne Netzwerk, es geht nicht ohne Farbhersteller oder ohne Leute, die es wirklich auch einsetzen, weil wir sind ja nur der verpackt oder der Kommunikationsmittel herstellt. Aber wir wollen saubere Kommunikationsmittel herstellen. Und bei dem war es dann so, wo kriegen wir das Papier her? Cradle to Cradle kriegen wir. Farbe haben wir. Und was braucht es noch? Es braucht Leinen. Wo kriegen wir Leinen her? Die normale Buchherstellung, die hat kein sauberes Leinen. Also wir bei Kalida angerufen und bei einer anderen Firma, die auch in dem Bereich tätig sind, haben gesagt, könnt ihr uns bitte Leinen schicken? Wofür? Ja, wir wollen ein Buch binden. Was wollt ihr? Ja, ein Buch. Okay. Wir, das ist wirklich so, wir auf einmal Post bekommen, so ein Stoß an Leinen, die wir dann unserem Buchbinder geschickt haben und gesagt haben, hier, guck mal, wie du damit ein Buch binden kannst. Also gerade wieder abgegeben. Und entsprechend, es hat funktioniert. Der nächste Schritt war dann, wenn wir ein Buch binden, dann brauchen wir für die Bindung brauchen wir einen Faden. Heutzutage funktioniert es so, im Faden ist Kunststoff drin, damit die Bindemaschine die Bindung im Endeffekt verschweißen kann. Also den Faden mussten wir auch ersetzen. Genau das gleiche Prinzip, einen Fadenhersteller angegangen, der Cradle to Cradle ist und dann das Ganze umgesetzt. Und genau das sind die Ergebnisse und das ist das, was uns ausmacht und uns Spaß macht und warum wir Cradle to Cradle machen und unbedingt immer mehr Kunden oder Menschen in die Richtung bringen wollen, aber auch andere Druckereien den Weg mitbereiten wollen und im Netzwerk weiterdenken wollen und die Menschen informieren, was Cradle to Cradle bedeutet. Deswegen stehe ich jetzt hier heute aus der Schweiz angereist, um über Cradle to Cradle zu erzählen und zu erzählen, dass wir Gold machen und Gold möglich ist. Danke. Ganz herzlichen Dank. Morgen haben wir ja auch nochmal eine Session, da wird jemand von der Random Group auch nochmal dabei sein. Es ist also durchaus ein Thema, Sie sind schon da, willkommen Herr Dockhorn, freut mich. Es gibt auch eine Druckerei, eine deutsche Druckerei, Herr Lockay, wo sitzt der? Einmal kurz winken, ganz genau. Also es breitet sich aus und ich glaube, das ist das Spannende, denn das sind alles Innovationen und Entwicklungen, die wir da sehen und die müssen wir miteinander teilen. Wenn jeder das Rad immer wieder neu erfinden muss, dann dauert es einfach zu lange. Und ich glaube, das, was Nora ja ganz, ganz klar gesagt hat, ist, 2050 ist mir zu lang und wir können es uns nicht leisten. Und mal ehrlich, können wir wirklich nicht. Also wir müssen die Sachen jetzt verändern. Und wir müssen sie skalieren. Und ich glaube, Skalierung finden wir auch auf jeden Fall in dem nächsten Beispiel. Bernd und Marc, bitte, stellt doch vor, worüber ihr reden wollt. Ja, einen schönen guten Tag. Es freut mich, dass wir das Projekt, das Partnerschaftsprojekt, das Lieferketten-Netzwerk-Projekt hier vorstellen dürfen, Carlsberg. Und die Huber Group ist angetreten, um Nachhaltigkeit im Sinne von Cradle to Cradle zum Industriestandard, zum einen in unseren Produkten macht. Das heißt, wir reden bei uns nicht mehr von Nischenprodukten, sondern von unseren Standardprodukten. Der Kunde hat also gar nicht mehr die Wahl zwischen einem Cradle to Cradle Farbe und einer Nicht-Cradle to Cradle Farbe. Er kriegt nur das eine. Ob er daraus das Beste macht, ist dann dem Kunden überlassen. Allerdings haben wir mit der Firma Töpfer jemanden, der genau das tut, er macht das Beste draus, aus dem, was gegeben ist. Und darum hat es uns damals sehr gefreut, als die Firma Töpfer mit der Healthy Printing Initiative auf uns zugegangen ist und gesagt hat, ihr habt doch schon Cradle-to-Cradle-Farben, können wir da nicht die für Carlsberg-Labels hernehmen, für dieses Bier hier, das dann in Zukunft auch in Deutschland und mit diesem Label vertrieben wird. Hier sind Papier und Farbe Cradle-to-Cradle zertifiziert. Und letztendlich auch den Auftrag gegeben haben, aber wir wollen es nicht im Bronzestandard, gerne auch im Silberstandard. Also haben wir das möglich gemacht und bitte nicht nur im Offset, sondern auch im Tiefdruck. Also haben wir auch das möglich gemacht. Man sieht also, was Partnerschaften erreichen können, nämlich sukzessive im Industriemaßstab einen positiveren Fußabdruck in unserer Welt zu hinterlassen. Und von dem her sind wir sehr froh, dass wir hier teilnehmen durften. Aber nichtsdestotrotz reden wir von Farben, die auch ein Anforderungsprofil haben. Ein Anforderungsprofil, damit Kreislaufwirtschaft für so eine kreislauffähige Flasche, die am Ende des Tages wieder gewaschen wird, damit sie wieder befüllt werden kann, das mitmacht. Weil es nützt uns nichts, wenn wir eine nachhaltige Farbe haben, die aber am letzten den technischen Anforderungen eines Produktes wie einer Beverage-Label einen Beverage-Label betrifft.
nicht mehr standhält. Und da kann vielleicht Marc Töpfer ein bisschen was dazu sagen, was diese Anforderungen sind. So, nehme ich den hier. Ja, vielen Dank. Die Anforderungen sind tatsächlich wesentlich unterschiedlich zu dem Bereich im Akzidenz- oder Zeitungsbereich. Die Farben und das Etikett überhaupt muss hohen funktionellen und anwendungstechnischen Herausforderungen gerecht werden. Also es beginnt, dass die Farbe hohe Gleit- oder entsprechende Gleitwerte haben muss, damit sie verarbeitbar ist, aber das eigentliche Problem beginnt dann eigentlich in der Brauerei, wenn die Farben im Transport sind, hohe Scheuerfestigkeiten. So richtig ernst wird es dann eigentlich im Mehrwegbereich, dass die Farben dann in der Reinigungsmaschine in der Brauerei abgewaschen werden mit einer Lauge. Das heißt, sie müssen laugendurchdringbar sein und dabei muss aber mindestens 80% der Farbe auf dem Papier zurückbleiben und sich nicht in die Reinigungslauge abwaschen. Also die Lauge muss durch die Farbe durch, durch das Papier durch, den Leim lösen und dann in der kurzen Zeit in der Reinigungsmaschine abgehen. Und das ist schon ein Stresstest, der nicht nur die Farbe, auch das Papier betrifft. Vielleicht muss ich da kurz korrigieren zum Verständnis. Wir haben die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung für den Prozess und die Materialien bekommen. Das Papier war am Anfang, oder das Papier ist im Moment noch nicht zertifiziert, sondern das Etikett. Wir haben diese Produktgruppe bei uns zertifizieren können. Als ich das vor einem Jahr in Lüneburg haben wir das Projekt ja schon mal vorgestellt. Damals hatten wir die Farbe soweit am Start. Und da haben wir aber auch festgestellt, dass es enorm viel Energie und Aufwand bedeutet, in unserer Papierindustrie was zu bewegen. Es gab Altpapieransätze, es gab verschiedene Lösungen. Und das war tatsächlich ein sehr lehrreicher Effekt, weil wir festgestellt haben, man muss genau hinschauen, damit man nicht Burden-Shifting betreibt und alleine durch die, indem man Toxizität aus dem Material herausnimmt, nicht Baustellen ganz woanders aufmacht, weil der Wasserverbrauch in der Papierindustrie doch enorm ist. Und alleine kleinste Unterschiede in der Chemie, in der Rezeptur von Nassleimmitteln, unser Papier ist hoch nassfest, es darf ja nicht zerfasern, das ist der Super-GAU, wenn in der Brauerei oder in der Getränkeindustrie eine Papierfaser vakabundiert durch die Lauge in der Flasche bleibt und dann am Ende eine Cola-Flasche explodiert, weil eine Faser drinnen ist. Also das ist anwendungstechnisch ein wesentlich komplexerer Bereich, als wenn ich eine Zeitung in der Hand habe. Aber was herauszuheben ist, muss man wirklich sagen, als damals Carlsberg auf uns zugekommen ist, und das war, glaube ich, der Erfolgsfaktor. Der Brand Owner, der drittgrößte Braukonzern der Welt, hat den Druck aufgebaut, hat mit ihrer Initiative, sehr ambitionierten Initiative, Together Towards Zero, bis 2030 CO2-neutral, kein Wasserverbrauch mehr, geht dann weiter, null Unfälle und so weiter. Die haben den Druck aufgebaut, sind auf uns zugekommen und diese Supply Chain Collaboration, die da entstanden ist, die war zum einen, hat gut funktioniert, weil Huber sehr weiter schon war, ganz anders wie in der Papierindustrie. Da war es wirklich eine unglaublich intensive Arbeit, bis wir da überhaupt dahin gekommen sind. Und das ist das Netzwerk. Also ja. Der Brand Owner hat den Druck aufgebaut. Idealerweise wäre es natürlich noch, wenn der Verbraucher sowas wahrnimmt und auch versteht, dass es was Cradle to Cradle bedeutet. Aber nur so war das möglich. Das ist wirklich, das ist das tolle Beispiel. Ich glaube, das braucht auch einen Applaus einfach. Weil sich ganz klar gezeigt hat, was große Marken auch machen können. Und wie große Marken sich nun mal gerne darstellen. Sie stellen das dann eigentlich in der Öffentlichkeit erst dar, wenn es auch wirklich 100% funktioniert. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ihr über den Case redet. Carlsberg redet darüber, weil sie in der Initiative, die du vorgestellt hast, Marc, das Greener Green nennen. Gerade in der Umweltbranche ist es für viele Menschen erstaunlich, dass die Farbe grün
mit zu den toxischsten Farben gehört, einfach wegen der Pigmente, die da drin sind. Und das ist natürlich nun ein starker Konflikt, weil wir ja Grün als etwas sehr Positives wahrnehmen, auch gerade bei dem Umweltgedanken. Und dann zu sagen, ja Mensch Leute, das ist aber mit eines der größten Probleme, das wir haben. Deswegen wollten die das gerne angehen. Das ist gut angegangen worden und wir können da ganz tief noch in die Technik einsteigen. Vielleicht, wenn es den einen oder anderen interessiert, noch in der Fragenrunde beziehungsweise dann danach versuchen Sie sich die Menschen zu greifen. Denn Huber hat ja vorne auch einen schön großen Stand mit wirklich technischen Fachleuten, die also auch Detailfragen beantworten können. Jetzt würde ich ja vielleicht anschließen. Marc Töpfer hat es beschrieben, es muss die Farbe auf dem Etikett bleiben, damit nichts Böses passiert. Aber es geht Farbe auch runter. Das heißt, sie kontaminiert Wasser. Und dann wird es noch einmal wichtig, dass das, was da eingetragen wird, immer noch nachhaltig und für den Menschen toxikologisch unbedenklich ist. Es wird weiterentwickelt. Wir arbeiten an den nächsten Generationen dieser Farbe, die die Farbe immer sicherer machen, damit wir am Ende des Tages den Konsumenten die Chance geben, die richtigen Produkte zu kaufen, damit das honoriert wird, was eigentlich unser Bestreben ist, dass wir einen positiven Fußabdruck für die Welt setzen. Weil es bringt uns nichts, wenn wir tolle Dinge tun und es nicht in den Markt bringen. Wenn wir das in Kooperation tun, dann haben Richtig. Wir die Macht als Industrien und wir gehören nun mal auch zu den Großen hier, auch Marc Töpfer ist ein großer Global Player, dann bringen wir das rein und dann verändern wir die Welt und nicht nur im kleinen, sondern im großen Maßstab. Industrieller Maßstab ist in Sustainability-Ansätzen möglich, machbar und umsetzbar. Und das ist eine Aufforderung, die wir eigentlich alle folgen sollten. Danke, Bernd, das auf jeden Fall. Da gibt es, bevor wir nochmal dann zu einer etwas im Moment noch etwas kleineren Marke gehen, aber vielleicht ja nicht lange. Kalida ist ja auch eben ein großer Markenname für Qualität. Ich denke, das ist auch immer das Wichtige, was dahinter steht. Und dann eben das direkte Produkt, auch das auf die Verpackung zu erweitern, ist genau der Ansatz, der das dann kommunizierbar macht. Und genau den Ansatz willst du uns auch gerade noch mal schildern, Anja, mit Wildkorn. Ich gebe dir auch gerne mein Mic. Auch gut, ja. Ich bräuchte noch einmal die Präsentation oben. Also solange das gelöst wird, erstmal herzlichen Dank für die Einladung an, jetzt geht das gerade schon weiter, ja. An dich, liebe Katja, und auch an Cradle to Cradle. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank auch an die Impulsgeber bis jetzt. Sehr spannend. Ich werde vom Druck etwas rauszoomen in die generelle Verpackung und dann nachher nochmal zurückkommen. Super wäre trotzdem, wenn ich die Slides auch hier da oben hätte. Dann können nämlich alle teilhaben, über was ich heute sprechen werde. Wir haben ein schönes Beispiel vom Buchbinden erzählt, wo beim Buchbinden, beim originären ein plastikhaltiger Faden benutzt würde, der dann zugespeist wurde. Da das jetzt ja ohne Plastik ist, wie wird dieser Faden gemacht? Wird er geknüpft oder wie funktioniert das dann? Oder geknotet? Ja, wir haben das in Handarbeit machen lassen. Und man sieht es auch, also ihr könnt es euch mal anschauen. Es hat teilweise ja Fäden, die rauskommen. Aber das ist halt nachhaltig. Wir müssen experimentieren, wir wollen ein cooles Produkt am Ende haben und ich rede nicht mehr, oder? Entschuldigung. Wir reden immer davon, wie Einsparung und Nachhaltigkeit Arbeitsplätze einspart. Wir haben schon auf EU-Ebene vor Jahren einen Kongress gehabt zu Green Jobs. Es kreiert Arbeitsplätze, wenn wir solche Sachen richtig machen. Ich meinte jetzt nicht alleine das Beispiel, dass wir das dann per Hand knüpfen müssen. Aber trotzdem sind Green Jobs die Zukunft. Und genau das ist eben der Wirtschaftlichkeitsaspekt, den wir häufiger angehen müssen. Es war noch eine andere Frage. Ganz kleinen Moment.
Und dann hoffe ich, kriegen wir es hin. Entschuldige, Anja. Würde mich interessieren, dass ja vor allem auch beim Bier, aber auch bei Druckerzeugnissen, Broschüren oder so weiter immer wieder Metallpartikel eingesetzt werden, Aluminium oder ich weiß nicht genau, was es ist, was drauf gedampft oder sonst wie wird, damit es schön glitzert. Inwiefern spielt, und ich sehe, es glitzert irgendwie auch da vorne noch ein bisschen, inwiefern spielt das eine Rolle beim Cradle-to-Cradle? Darf man das einsetzen oder ist das nicht eigentlich im Sinne eines Kreislaufs, Systems eigentlich Irrsinn, noch überhaupt Metallpartikel auf Druckerzeugnisse zu spritzen oder zu dampfen oder wie auch immer die Technik. Durchaus eine Frage, die in den Projekten aufgetaucht ist, auch bei Carlsberg, Metallic Inks. Bernd, Marc, wer von euch kann das beantworten? Von unserer Seite kann ich sagen, wir haben schon vor 15 Jahren schwermetallhaltige Pigmente und überhaupt schwermetallhaltige Komponenten aus unserer Produktion rausgeschmissen. Wir verdrucken aluminiumbedampfte Papiere zum Beispiel, ja, oder zumindest die Gold- und Silberfarben sind auf Aluminiumbasis und dieses Aluminium wird in der Waschlauge abgelöst und fällt dann aus in, ich bin es nicht der Chemiker, in Aluminiumhydroxid, glaube ich, und wird dann auf jeden Fall als Masse aus der Reinigungsmaschine wieder herausgenommen. Aber es ist nichts, was den Kreislauf kontaminiert. Und vielleicht noch ergänzend, Carlsberg hat in seinen Labels, in Asien hatten sie metallisierte Bedruckstoffe eingesetzt, weil es dort ein Premium-Bier ist, verzichtet. Das heißt, hier haben wir heute kein Metallic mehr drauf, also keine Goldfarbe, keine Silberfarbe, kein metallisiertes Papier. Wir mussten aber ein bestimmtes Eigenschaftsprofil erfüllen, den sogenannten Eiswassertest, denn in Asien, da wird das Bier nicht im Kühlschrank gestellt, sondern ins Eiswasser rein. Jetzt kommt das Thema Laugendurchdringung, das heißt, am Ende des Tages wurde das Papier transparent, weil es nicht mehr metallisiert war. Dann haben wir dafür ein Deckweiß entwickelt, damit man jetzt wieder eine deckende Schicht drauf hat, damit das Bier nicht durchscheint durchs Label. Das wollte der Markt nicht. Das heißt, man reagiert auf Veränderungen, sieht einen Effekt und an dem muss man wieder arbeiten. Das ist wie so ein permanenter Kreislauf. Kontinuierliche Verbesserung im Sinne der Nachhaltigkeit ist ein never-ending Job und ich glaube, wir werden damit auch hoffentlich nie zu Ende sein. Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen. Das hat jetzt nichts mit Druck zu tun, aber da die Firma Carlsberg so fortschrittlich sich hier präsentiert oder Sie so präsentieren. Sie benutzt ja noch Kronenkorken. Kronenkorken ist ein sehr großer Umweltverschmutzer. Wann wird Carlsberg soweit sein, dass Sie Bügelverschlüsse benutzen? Danke. Das ist eine sehr gute Frage, die Ihnen hier auf der Bühne keiner beantworten kann. Ich arbeite schon ganz lange mit Carlsberg zusammen an verschiedenen Sachen. Das können wir gerne weiterleiten. Aber die Kollegen sind ja auch sozusagen in der Zulieferkette. Aber die Kronkorken haben wir uns angeguckt. Ein ganz spannendes Thema. Vielleicht machen wir das nochmal offline. Sie sehen, wir haben immer noch ein bisschen technische Schwierigkeiten. Deswegen gebe ich das Wort jetzt erstmal an Herrn Ohlendorf vom WWF. Der hat nämlich keine Slides und erzählt Ihnen ein bisschen was aus der Perspektive vom WWF. Ja, zunächst einmal hallo in die Runde. Auch vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. Ich werde Ihnen jetzt kein Produkt vorstellen können, wie meine Vorredner. Möchte Ihnen aber ganz kurz einen Einblick sagen, wieso der WWF letzten Endes Mitglied an der Healthy Printing-Initiative ist. Und kurz noch zu meiner Person. Also ich betreue das Themenfeld Verpackung beim WWF. Und es ist ja natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema. Und zunächst, wir reden hier über tolle Produkte, über Recycling. Es ist jetzt aber an der Stelle von meiner Seite eben wichtig, dass wir halt, wenn wir uns die Mengen angucken, die wir derzeit trotz dieser vielen Innovationen, der nachhaltigen Innovationen der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, die Verpackungsindustrie geleistet hat, immer noch mehr Verpackungsabfälle produzieren. Nie zuvor war die Menge an Verpackungsabfällen so hoch wie heute. Und deshalb ist die Vermeidung eben für uns als WWF eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn wir eben schon Ressourcen nutzen, dann geht es uns eben natürlich darum, dass wir diese Ressourcen sinnvoll nutzen, dass wir sie möglichst lange in Kreisläufen, in Stoffströmen, in der Kaskade beim Papier
halten. Und deswegen ist es natürlich ein spannender Ansatz für uns, hier eben halt auch teilzunehmen an der Initiative, weil es ja genau darum geht. Es geht zum einen eben darum, die Produkte, die wir nutzen, möglichst lange im Kreislauf zu halten. Auf der anderen Seite ist das Thema Toxizität ein wichtiges Thema, was von Anfang an ja Teil dieser Initiative war. Und es ist insofern spannend, weil für uns auch als WWF zu sehen, dass in dieser Initiative miteinander gesprochen wird und nicht wie allzu oft da draußen, es wird gegeneinander argumentiert. Und es ist sehr spannend, weil es tatsächlich über die ganze Lieferkette hinweg ist, dass dort Druckereien, Druckfarbenhersteller, aber auch wir beispielsweise als NGO dort teilnehmen mit dem einen Ziel, gesunde Druckfarben herzustellen. Weil das ist eben die Krux oftmals, es sind ja nicht die Grundmaterialien, es ist nicht das Papier, es ist nicht der einzelne Kunststoff, der zu Schwierigkeiten führen kann im Recycling, aber auch wenn es um Toxizität geht, sondern es sind die Fülle an Hilfs- und Zusatzstoffen, es sind die Klebstoffe oder es sind die Additive und so weiter und so fort. Und da muss viel mehr Wissen innerhalb der Branche generiert werden und das ist ja eben halt auch eine Maßnahme, ein Ziel dieser Initiative. Und deswegen ist es für mich schön, hier wirklich Praxisbeispiele zu sehen, dass man hier nicht von theoretischen Dingen spricht, sondern wirklich schon viele, viele Dinge in Angriff genommen worden sind. Und das ist toll. Wirklich, wirklich toll, weil oftmals höre ich natürlich diese Argumentation, dass es heißt, das gibt es ja gar nicht, das geht gar nicht. Und hier haben sich wirklich verschiedene Player auf den Weg gemacht mit einem Ziel und wir haben uns auf den Weg gemacht, hier wurde sich auf den Weg gemacht und das ist absolut begrüßenswert, weil wir müssen uns, wenn wir bei Papier, aber natürlich auch bei anderen Materialien bleiben, wir müssen uns viel mehr, wenn wir über das Themenfeld Recycling sprechen, wir müssen darüber sprechen, wie die Qualität der Rezyklate ist. Denn das ist meine Erfahrung, Recycling ist ein sehr weit definierbarer Begriff. Je nachdem, mit wem man sich entlang der Lieferkette unterhält, wird Recycling so oder so ausgelegt. Und es ist die eine Sache, Recyclingquoten, die wir jetzt haben, auch gestiegene Recyclingquoten zu erfüllen, aber der entscheidende Punkt ist halt letzten Endes auch, dass wir die Qualität der Rezyklate erhöhen, sodass wir sie am Ende wieder bestenfalls in hochwertige Produkte einfügen können. So, deshalb dieser Qualitätsaspekt ist hier ja ganz groß geschrieben und deswegen finden wir das als WWF sehr, sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Tom. Und ich bin sicher, da sind auch noch Fragen. Sie sehen, wir haben das technische Problem jetzt gelöst. Insofern machen wir dann weiter mit Anja und Wildkorn. Vielen Dank. So, jetzt nochmal zweiter Anlauf. Die Slides waren doch wichtig, weil es ein relativ komplexer Weg ist, auf den ich Sie jetzt gleich mitnehme. Und deswegen war das jetzt wichtig, dass wir darauf gewartet haben. Vielen Dank fürs Einspringen an der Stelle. So, wie gerade schon gesagt, ich werde Sie einmal kurz mitnehmen auf eine kurze, für uns eher lange Reise auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verpackungslösung als junges Unternehmen. Bevor ich da aber näher drauf eingehe, erstmal zu Wildkorn. Wer sind wir überhaupt? Wir sind ein Bio-Snack-Hersteller, natürlich aus Berlin. 2016 gegründet, mit der Mission, nachhaltige Innovationen in den Snackmarkt zu bringen. Wir haben mittlerweile 12 Mitarbeiter in unserem Büro hier in Berlin und unsere Produkte sind flächendeckend in Deutschland bei führenden Lebensmitteleinzelhändlern und auch Drogeriemarktketten zu erhalten. Wir haben unseren bisherigen Erfolg unserem auch hohen Nachhaltigkeitsanspruch zu verdanken, den wir auf verschiedenen Ebenen setzen. Einmal auf der Produktseite. Unsere Produkte sind alle ohne Zuckerzusatz, verwenden ausschließlich natürliche Zutaten und kommen dem Clean Label Versprechen nach. Das heißt also keine Produkte und keine Zutaten, die keiner kennt und auch keiner haben will. Dann haben wir uns den ökologischen Fußabdruck unseres Rohstoffes angesehen und haben hier gemeinsam mit Mellifera die Initiative zum Schutz der Wildbienen und Biodiversität ins Leben gerufen. Für jeden Quadratmeter Ackerfläche, die unser Mais fürs Popcorn benötigt, verwandeln wir Feldränder in Blühstreifen, um wieder einen neuen Lebensraum für Wildpflanzen und Kleintiere zu schaffen. Dann haben wir uns angeschaut, was am Ende von unserem Produkt übrig bleibt, nämlich die Verpackung. Und auch diese wollen wir als Wertstoff betrachten und haben uns hier überlegt, wie wir auch die möglichst nachhaltig gestalten können. Hier fängt der Weg an. Es ist nämlich gar nicht so einfach und wir sind relativ schnell auf zwei
große Probleme gestoßen. Erstmal, was ist eigentlich eine nachhaltige Verpackung? Es gibt wahnsinnig viele Definitionen da draußen und wir sind auf viele Wörter gestoßen, wie zum Beispiel recyclingfähig, kreislauffähig, mit Rezyklatanteil, oxo-abbaubarer Kunststoffe, und die Liste geht immer weiter von Definitionen, die es da draußen gibt. Das Zweite ist, dass es eine schier unendliche Anzahl von Labels, Zertifikaten und Siegeln da draußen gibt, die alle irgendwo Nachhaltigkeit suggerieren, aber nicht so wirklich durchschaubar sind, was da eigentlich dahinter steht. Und jeder legt es auch so ein bisschen anders für sich aus. Das zweite Problem, auf was wir gestoßen sind, als wir Antworten in der Industrie gesucht haben zu dem Thema, wie das normalerweise funktioniert, ist, dass eine Marke wie Wildkorn als ersten Ansprechpartner eine Agentur hat, die wiederum Entwicklungen und Innovationen aus der Industrie als Lösung verkauft und uns dann dort mit den entsprechenden Anbietern verknüpft. Allerdings ist dahinter liegt ein riesengroßes Netzwerk von verschiedensten Akteuren aus Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, die natürlich auch alle nochmal verschiedenste Meinungen zu nachhaltigen Verpackungen haben, und die Expertise und das Know-how liegt irgendwo verstreut da drin. Deswegen haben wir gesagt, okay, also wir als junges Unternehmen können dieses ganze Riesengeflecht gar nicht durchdringen. Das ist für uns nicht machbar, uns da mit jedem Einzelnen auseinanderzusetzen und dann noch irgendwie daraus eine nachhaltige Definition zu finden. Haben dann gesagt, okay, wir müssen uns erstmal für uns selber eine Definition schaffen, was eine nachhaltige Verpackung für uns eigentlich leisten muss. Und haben gesagt, okay, wir fangen ganz oben an. Sie sollte natürlich idealerweise kreislauffähig sein, und auf dem Weg zur Kreislauffähigkeit ist der erste Schritt Recyclingfähigkeit. Dann haben wir uns auch genau an den Teil dieses ganzen Netzwerkes gewandt, nämlich ans Ende, an die Recycler, und hier genauer an Interzero. Interzero ist, wie auch der Gründepunkt, ein duales System und ein Systemdienstleister für Verwertung, haben gefragt, wie muss die Verpackung eigentlich aufgebaut sein, damit ihr sie am Ende verwerten könnt. Auf Basis der Empfehlung, die wir dann von Interzero bekommen haben, haben wir gemeinsam mit Innovia, einem englischen Verpackungshersteller, Folienhersteller, bis dahin einzigartige recyclingfähige Verpackung entwickelt und haben die auch auf der Fachpack letztes Jahr vorgestellt. So sieht das Ganze aus, hier einmal auf dem Bild und hier vorne in live. Nehmen Sie sich gerne nachher was, schauen Sie Verpackung an und probieren Sie natürlich auch unser wunderbares Popcorn. Jetzt komme ich aber zum eigentlich wichtigen Teil, den wir auf diesem ganzen Prozess, der fast 2,5 Jahre jetzt gedauert hat, gelernt haben. Und zwar einmal, wir sind nicht die Einzigen, die vor diesem Problem stehen, viele andere tun es auch. Und zweitens mal, genauso wichtig wie die Lösung, die wir am Ende gefunden haben, ist eigentlich der Lösungsweg dorthin. Denn der ist erstens, wie wir erfahren haben, langwierig und zum Teil kompliziert und schwierig. Und zweitens mal sieht der auch anders aus für andere Unternehmen mit anderen Produkten und andere Verpackungsanforderungen. Also wir für Wildkorn haben jetzt diese für uns ideale Verpackung gefunden, aber die sieht natürlich für andere Hersteller von anderen Produkten ganz anders aus. Und deswegen haben wir uns gefragt, wie können auch wir vielleicht die Welt ein bisschen besser machen und wie können wir den Lösungsweg für andere Unternehmen und deren Produkte einfacher gestalten. Und um diese Frage zu beantworten, haben wir ganz frisch das Future Packaging Forum ins Leben gerufen, was ein Navigator sein soll für dieses Thema für nachhaltige Verpackungslösungen. Eine digitale Plattform, wo Industrie, Innovation und Kunden, die ebenfalls auf der Suche nach für sie individuellen nachhaltigen Verpackungslösungen sind, untereinander vernetzt werden. Das heißt also, Lösungssuchende und Lösungsanbieter werden hier direkt untereinander verbunden. Außerdem soll auf dieser Plattform Wissen, Informationen und Expertise zum Thema nachhaltige Verpackung gebündelt werden, an einem Ort aufbereitet werden, nutzerfreundlich aufbereitet werden, denn nicht jeder ist ein Experte und kennt sich jetzt mit den einzelnen Bausteinen von der Verpackung aus. Und diese Plattform soll also auch immer wieder aktualisiert werden, um sozusagen den neuesten Stand der Dinge abzubilden und am Ende ja eine Art Industriestandard für alle, ein Wissensstandard für die gesamte Industrie zu schaffen.
Damit sind wir aber natürlich nicht sozusagen am Ende und haben die perfekte Lösung, sondern wir bilden den Rahmen, den Navigator. Dazu brauchen wir aber natürlich starke Partner, die uns mit ihrem Input, mit ihrer Expertise unterstützen können in den verschiedenen Bereichen, die die Verpackung ausmacht. Und da ist natürlich die Healthy Printing Initiative ein ganz offensichtlicher, starker Partner, der uns im Bereich Druck in den verschiedenen Materialkomponenten unterstützen kann. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir da in Zukunft näher zusammenarbeiten werden. Denn nur so können wir gemeinsam sicherstellen, dass wir wirklich in Richtung gesunde und kreislauffähige Verpackungen kommen und dass Lösungssuchende da draußen eine informierte und entsprechende Entscheidung treffen können für sich. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen nachher. Ganz herzlichen Dank, Anja. Das ist auch gleich die Überleitung zu einem neuen Tool, das wir in der Healthy Printing Initiative entwickeln und das Ihnen Frau V. kurz vorstellen wird. Es ist noch nicht ganz online sozusagen, aber wir sind auf dem besten Weg. Jenny. Gut. Ja, genau. Super Überleitung, danke. Ich wusste ja noch nicht, was du erzählst. Jetzt versuche ich mal den Bogen zu spannen zu dem, was wir ganz am Anfang schon ins Spiel gebracht haben, aber was Katja gesagt hat. Healthy Printing Initiative haben wir erstmal im ersten Schritt halt versucht, überhaupt Akteure zusammenzubringen, online wie auch offline in verschiedenen Cases, Fallbeispielen über die Projektarbeit bei der EPA hinaus. Das war sozusagen das erste Ziel, damit wir überhaupt erstmal ins Gespräch kommen, damit wir eine Idee bekommen, welche Herausforderungen haben wir denn überhaupt? Weil wir als EPA sind sozusagen die Consultants dahinter und die Experten sitzen jetzt sozusagen alle da und wir stellen halt sozusagen die Fragen. Der nächste Schritt ist sozusagen jetzt auch die Überleitung zu dem, was als Tool wir uns überlegt haben, was sozusagen einen Mehrwert mehr bringen kann zu dem, was wir gerade schon machen. Und wir nennen das Ganze jetzt auf Norddeutsch Healthy Printing Scout. Passt zur Healthy Printing Initiative quasi. Und der Scout ist halt so, wir haben es jetzt, dir eine Folie jetzt leider auch auf Englisch in dem Fall, lustigerweise, geht halt darum, dass wir halt da wirklich die Leute nochmal vernetzen zu den unterschiedlichen Themen, das heißt nämlich die Käufer, die Produkthersteller, die Vorprodukthersteller, wie wir sie anteilig ja auch hier sitzen haben, und auch die NGOs, dass wir sozusagen einen Suchmodus haben für Produkte, Vorprodukte, Einzelstoffe, sage ich es mal so, stimmt nicht ganz, dass man sie überhaupt finden kann. Und zwar mit den verschiedensten Attributen und Filterfunktionen. Wie das Ganze theoretisch ausschauen soll, wie wir uns das jetzt erstmal vorgestellt haben, wir haben jetzt kein wirkliches Demo mitgebracht, weil es wäre zu groß, in dem Sinne da durchzuklicken. Aber das wäre zum Beispiel die Eingangspage, ganz im Stil sozusagen unserer Healthy Printing, sodass ihr dann auch mit der normalen Healthy Printing Website verknüpft ist und auch mit anderen Webseiten sozusagen eingebaut werden kann. Und das ist sozusagen das, was wir uns mehr, wenn ihr gerade vorstellen, ist es relativ klein jetzt im ersten Schritt erstmal. Die nächste Folie zeigt ein bisschen mehr, ein bisschen größer. Es geht halt darum, dass wir Produkte abbilden, sei es jetzt ein Papierlabel, sei es ein Standbodenbeutel, sei es jetzt das reine Papier oder auch die Druckfarbe, mit den unterschiedlichen Attributen, das heißt verschiedenste Zertifizierungen, die sie halt besitzen, über Cradle to Cradle hinaus. Also dass man überhaupt einen Filter hat, um die Dinge halt zu finden und sie halt auch zu verknüpfen. Zum einen bin ich halt ein Produkthersteller, kann ich es reinfügen und alle Labels dazu packen, oder bin ich jemand, der etwas kaufen möchte und kann erstmal suchen, okay, ich möchte gern einen Standbodenbeutel. Der hat die und die Attribute, das heißt, er braucht die und die, das Substrat, also die Grundlage, worauf gedruckt werden soll, welches Druckverfahren brauche ich, wo kriege ich die Druckfarben her, wer ist da schon mit im Boot, wo kann ich was finden. Und darüber hinaus sozusagen nicht nur was Cradle-to-Cradle zertifiziert ist, sondern erstmal was überhaupt auch auf dem Markt ist. Das ist so die Produktstufe. Also da geht es doch gar nicht sozusagen in die Details, weil das ist ja das, was wir als EPA leisten, sozusagen Richtung Cradle-to-Cradle-Zertifizierung auch weiterzudenken, wo wir dann die Geheimnisse um die ganzen Stoffe, um die Produktzusammensetzung halt wissen, die sind da nicht abgebildet, sondern sozusagen was ist draußen möglich, kann man es überhaupt finden, auf welcher Stufe. Und wen kann ich zum Schluss auch ansprechen? Also wie wir es vorhin hatten, das Fallbeispiel Carlsberg, Brand-Owner möchte gern ein gutes Etikett haben, geht zu Töpfer, weil Töpfer kennt er, ist gut bekannt, aber
wen braucht es denn dann noch? Wen habe ich denn am Markt? Wen könnte ich dann sozusagen mit ins Boot holen? Wie könnte ich vielleicht auch neue Systemlösungen schaffen? Und das ist so die Idee, die wir halt dahinter haben, dass man unter verschiedenen Attributen halt suchen kann und Dinge zusammenstellen kann. Und ich glaube, das ist auch vielleicht genau der Punkt, wo man nicht nur mit der Healthy Printing Initiative, sondern auch mit dem Scout das verbinden kann auf einer digitalen Ebene, um Dinge zu finden und sich zu vernetzen auf eine andere Art und Weise. Genau. Ganz herzlichen Dank, Jenny. Sie sehen ganz klar, wir sind in den Anfängen der gemeinsamen neuen Freundschaft mit dem Future Packaging Forum, aber es ist ganz klar, dass die gleichen Intentionen dahinter stehen. Und ich kann Ihnen sagen, aus den knapp 30 oder gut 30 Jahren Cradle-to-Cradle-Arbeit in ganz, ganz verschiedenen Branchen, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass es immer wieder Lösungen gibt. Aber wir es bis jetzt wirklich nicht geschafft haben, die zu skalieren und entsprechend auf andere Sektoren zu übertragen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel Wissen. Und das ist der Grund, weswegen ich mich so aktiv im Verein als Beirätin engagiere. Denn es gibt ganz, ganz viele Lösungen da draußen. Und es gibt gute Cradle-to-Cradle-Ansätze. Wir müssen darüber mehr kommunizieren. Und wir müssen vor allen Dingen die verschiedenen Industriesektoren zusammenbringen und vernetzen. Und deswegen sind uns solche Initiativen so wichtig. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, mit dem WWF zusammenzuarbeiten in der Kommunikation, aber eben auch mit Start-ups wie Wildkorn, die eben aus Eigeninitiative gesagt haben, genau das, was Anja erzählt hat. Wir stehen hier, wir haben diesen ganzen Prozess durchlaufen, das hat ganz, ganz viel Zeit gekostet, sprich auch ganz, ganz viel Geld, das steht ja auch immer dahinter. Wie können wir jetzt damit umgehen? Wie können wir das an die anderen weitergeben? Und da wollen wir uns dann auch vernetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Panelisten. Wir haben jetzt, genau wie geplant, Zeit für Fragen. Wir haben ja schon ein bisschen angefangen. Wir haben hier das Mikro. Ich lade ein, haben Sie irgendwelche Fragen an einen der Vorträge? Hier vorne bitte. Stellen Sie sich bitte ganz kurz vor, woher Sie kommen. Das mache ich gerne. Helge Viehweg aus Straubenhardt. Das ist eine kleinere 11.000 Kommune zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Und da wird es dann schon wieder konkret, wenn wir jetzt zum Beispiel unser Amts- und Mitteilungsblatt drucken lassen, unser Briefpapier etc. haben, wenn ich da auf die Druckerei zugehe und sage, also wir hätten das gerne künftig auf C2C-Basis, dann guckt er mich ganz groß an und weiß erstmal nicht, was es ist. Und dann soll ich es ihm erklären. Und wenn ich dann mit Druck und Papier und Gott weiß was komme, wo der viel mehr weiß als ich, dann bräuchte ich dringend Hilfestellung, um entweder ihn zu überzeugen oder ihm Druck zu machen, dass ich sonst eine Schweizer Firma brauche, die mir dann auch noch Blumensamen da reinmachen. Wie kriegen wir es hin, dass eine Druckerei auch in einer schwäbischen Provinz damit zieht? Dann das, okay, dann haben wir unsere Mikros abgegeben. Also, genau die Einkaufskriterien, die ja vorher schon angesprochen waren, das ist ja genau der Treiber, den wir haben wollen. Und genau wie Herr Beetz gesagt hat, es geht natürlich nicht, dass das alles über eine Schweizer Druckerei oder eine österreichische Druckerei, es gibt eine Handvoll von Druckereien, aber noch nicht so viel in Deutschland. Sie sitzen aber strategisch schon ganz gut. Der Herr Lockey sitzt hinter Ihnen und ist eine der ersten deutschen Druckereien, die sich auf den Weg macht. Und genau dafür haben wir die Healthy Printing Initiative gegründet, dass Sie sich als Interessent auch eben auf der Plattform informieren könnten. Erstens, was gibt es schon, was wird angeboten, uns auch schreiben und sagen, das genau stelle ich mir vor, wie könnt ihr mich dabei unterstützen? Auf jeden Fall. Das ist dann auch so ein bisschen die Intention des Scouts, dass man das dann ein bisschen besser abfragen kann, was man eben haben will. Hier vorne nochmal? Oder wo war hinten noch? Dann bleiben wir nochmal hier vorne. Okay. Ihr habt die Übersicht. Genau. Ich würde mich auch kurz vorstellen, mein Name ist Viktor Büchner, ich komme aus Lüneburg, arbeite dort mit Professor Braungart an verschiedensten Projekten aus dem Bereich Innenraum, Luftqualität
Und ein Projekt ist unter anderem auch eine Zusammenarbeit mit Epson, wo wir gerade daran arbeiten, Aufklärungsarbeit zu leisten, vor allem beim Unterschied zwischen Laser- und Tintenstrahldruck. Und ich zoome praktisch noch weiter rein vom kleinen Copyshop in der 11.000er Gemeinde bis dann ins Büro, in den Privathaushalt und würde gerne darauf Bezug nehmen. Also unser Projekt im Speziellen soll eben darstellen und internationalen Zugriff ermöglichen auf einen direkten wissenschaftlich validen Vergleich zwischen diesen beiden Methoden, also dass man direkt sehen kann, wie viel Partikel, also wie viele Milliarden Partikel werden beim Drucken mit einem Laserdrucker ausgestoßen. Und dann hat man am Ende des Tages natürlich den Vergleich und kann vielleicht auch die öffentliche Beschaffung beeinflussen, insofern, dass weniger Laserdrucker erworben werden, mehr mit Tintenstrahl gedruckt wird. Man ist bei dem Thema weniger schädlich. Aber wie würde man es schaffen, am Ende dann das Ganze auch dann in den Drucker für den Endverbrauch zu bekommen? Also ist Druckerei super Sache und auch die Huber Group stellt ja diese Farben her. Aber warum sind die dann oder wann kommen die an im Privathaushalt, in den privaten Druckern oder in den Druckern in öffentlichen Einrichtungen? Denn ich finde, oder das ist meine Leidenschaft dahinter oder meine Motivation, ich finde es eben schade, dass mit öffentlichen Geldern vor allem in öffentlichen Einrichtungen Geräte gekauft werden, die giftig sind und dann am Ende auch eben noch Druckerzeugnisse hergestellt werden, die auch giftig sind und erst recht nicht recyclingfähig. Danke. Ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Ich gucke mal jetzt, wer was dazu sagen möchte. Ich könnte dazu schon das eine oder andere sagen. Herr Beetz, wollen Sie zu dem Thema ein bisschen Stellung nehmen? Dann mache ich das mal. Also vielleicht, wann kommt es bei Ihnen zu Hause an? Es kommt an, wenn Sie Bier trinken. Es kommt an, wenn Sie Barillanudeln essen. Es kommt an in vielerlei Form. Auch wenn Sie Kalender kaufen, kann das schon ein entsprechendes Produkt sein. Das heißt, es kommt bei Ihnen an. Sie sind Nutznießer. In manchen Fällen wissen Sie es, weil es wie hier zertifiziert ist, also kundgetan wird. In manchen Fällen wissen Sie es vielleicht nicht, weil derjenige, der es nutzt, die Komponenten einsetzt, aber sich nicht zertifizieren hat lassen. Das heißt, wenn wir jetzt davon reden, dass wir in Europa ca. 55.000 Tonnen Farbe haben und Huber Group einen Marktanteil von 30%, dann machen wir einen kleinen Algorithmus, dann wissen wir, was wir da in Europa rausschütten. Und wenn Sie dann noch wissen, dass alle unsere Bogen-Offset-Farben Cradle-to-Cradle sind, dann können Sie sich den Impact und die Häufigkeit, dass Sie ein solches Produkt in der Hand halten, schon vorstellen. Zusätzlich ist es aber auch immer, dass andere mitmachen und dazu ist so eine Healthy Printing-Initiative geeignet, dass Druckereien wie zum Beispiel Lokai, aber hier sitzen auch ganz große Schwergewichte in der Verpackung dabei, die sich auf den Weg machen, um das Thema umzusetzen, weil es etwas ist, was einen derart großen Mehrwert bietet für den Planet Erden. Und am Ende des Tages sage ich immer, wir sind ja nicht nur hier, um Eko-Aktivisten zu sein, Öko-Aktivisten, sondern Nachhaltigkeit sehen wir als Businessmodell, genauso wie es große Verpacker tun. Und wenn wir das erreicht haben, dass die das in ihre Unternehmenspraxis umsetzen, dann haben wir gewonnen. Und dazu braucht man eben große Player, die das möglich machen. Ich würde auch noch was. Kann ich auch noch was dazu sagen von uns? Man muss ganz ehrlich sagen, unsere Kunden reißen uns unsere Produkte nicht aus den Händen. Also das ist wirklich ein Thema. Das Problem ist auch, dass der Endverbraucher, wenn wir ihn fragen, wir haben heute im Hotel gefragt, kennen Sie Cradle to Cradle an der Rezeption gegenüber hier im Motel One? Weiß keiner. Der Endverbraucher, auch in meinem Umkreis, wenn ich von Cradle to Cradle erzähle, sie wissen es nicht. Und das ist ein Riesenproblem, weil dadurch kann auch der Endverbraucher überhaupt nicht entscheiden. Diese Kaufentscheidung, Papierverpackung ist hochemotional und irrational. Dazu kommen Kunststoffverpackungen, die mit dem Paper-Touch-Lack noch versehen sind. Also da muss man wirklich tiefer gehen und das ist das Problem. Unsere Kunden schreien nicht, super, ihr habt jetzt Cradle to Cradle, wir wollen von euch jetzt nur noch Cradle-to-Cradle-Etiketten und Verpackungen haben. Aber was passiert ist, dass wir seit einem Jahr kein einziges Verkaufsgespräch mehr führen, wo nicht Beratung stattfindet, wo wir nicht über Nachhaltigkeit, über Cradle-to-Cradle informieren. Und
Man muss ganz ehrlich sagen, diese Entscheidung, dass wir, also wir haben jetzt für uns entschieden, einfach die Toxizität aus der Zulieferindustrie, aus den Inhaltsstoffen rauszunehmen. Und da ist vielleicht anders wie bei euch, ist wenig, ganz wenig. Wir haben jetzt mit Huber haben wir einen großen Lieferanten, der da ganz vorne dabei ist. Aber dann ist es sehr, sehr dünn und wir müssen viel Arbeit verwenden, um dann mit dem Cradle-to-Cradle-Fahrzeug, sage ich mal, diese Toxizität rausnehmen. Also es ist auch dann irgendwo eine Philosophie, die wir verfolgen. Aber da kommt viel zu wenig Bedarf aus dem Markt noch in unserem B2B-Geschäft an. Das ist eine ganz, ganz wichtige Reflexion aus der Industrie und deswegen haben wir Cradle-to-Cradle-NGO. Deswegen seid ihr alle hier, weil das nämlich genau der Ansatz ist, dass wir das diskutieren müssen. Paper-Touch-Luck hat Marc eben kurz erwähnt. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Michael Braungart würde sagen, wie doof ist das? Ich meine, wie bescheuert kann man werden? Dann macht man Luck, das sich anfühlt wie Papier. Stellen Sie sich mal vor, was das für Auswirkungen hat im Recyclingprozess und in der Wiedergewinnung. Den Punkt, den du angesprochen hast, ist ein ganz, ganz wichtiger. Es ist auch ein Steckenpferd, mit dem wir uns schon viele, viele Jahre auseinandersetzen. Sie wissen alle, wer einen Laserdrucker zu Hause stehen hat. Wie viele? Einige? Wo steht er? Hoffentlich nicht im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Im Garten. Das ist genau der richtige Ort. Da muss der stehen. Also wirklich ein hochgiftiges Zeug, einfach durch diese vielen Feinstaubteile, die da bei jedem Druckprozess rauskommen. Deswegen eben die Studie an der Leuphana-Universität, da können wir leider jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema mit der Healthy Printing-Initiative und den Rückmeldungen, die Sie eben bekommen haben, gehen wir den großen Druckmarkt an. Das ist noch nicht in dem Sinne zu Hause angekommen, als dass sie selbst so drucken können, aber eben so, wie Bernd Groh gesagt hat, es kommt in ganz, ganz vielen Produkten an. Also das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, aber wir nehmen das ganz, ganz gerne auf. Natürlich, sobald die Studie da ist, werden wir das entsprechend auf der Healthy Printing Initiative kommunizieren und verbreiten. Das auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen mit den Fragen da gleich nochmal weitermachen. Die Dame da hinten in der Reihe. Geben Sie einmal weiter und dann kommt es an Sie zurück, bitte. Ja, hallo, Isabel Schmid von der Firma Westrock. Ist ein großer Papier- und Verpackungshersteller. Richtig. Genau, ich bin beruflich für den Einkauf für Farben und Lacke zuständig und Huber ist natürlich auch einer unserer Lieblingslieferanten. Meine Frage wäre, also wenn ich das Cradle-to-Cradle-Konzept richtig verstehe, Sie haben es ja am Anfang gesagt, das Endziel ist, dass man irgendwann den Druckfarbenschlamm als Nährstoff auf einen Ackerboden packen kann. Wie ich das jetzt aber trotzdem richtig verstanden habe, so weit sind wir jetzt noch nicht, weil es immer noch toxische Bestandteile in so einer Druckfarbe gibt. Wir sind zwar auf dem richtigen Weg. Meine Frage ist, wenn man eventuell Lebensmittelfarben als das Nonplusultra sieht in Bezug auf Unschädlichkeit und Farben, die für einen Zeitungsdruck eingesetzt werden, wo befinden Sie sich im Moment auf der Skala? Sind Sie in der Mitte? Sind Sie näher an der Lebensmittelfarbe dran? Und da haben eben die großen Brand-Owner das Problem, dass es visuell einfach nicht überzeugt, dass die Farbe da zu schwach ist und eben nicht im Regal aufpoppt und den Kunden überzeugt, dann die Verpackung zu kaufen. Gute Idee, auch schon öfter andiskutiert. Nein, ich glaube, der Herr Beetz wollte dazu unbedingt was sagen. Das darf er auch. Und danach darf der Herr Groh das noch ergänzen. Also ich bin jetzt kein Chemiker oder so, aber ich kann einfach mal dazu sagen, wir sind besser als Lebensmittelfarbe mit dem, was wir haben. Einfach also, so. Also was Sie jetzt auf Ihren Produkten haben, das könnten Sie in Ihren Garten schmeißen und... Wir können es gerne essen, Sie dürfen hochkommen, wir können es probieren. Okay, aber also dann wäre die nächste Frage, es ist wahrscheinlich nicht mit jeder Farbe und mit jedem Pigment möglich. Gibt es da so eine Art Checkliste? Also ja, Cradle to Cradle wird ja nach verschiedenen Stufen zertifiziert. Und die Farbe, die wir jetzt aktuell einsetzen,
leider nicht von unserem Lieblingslieferanten Huber, ist nach Material Health Platin zertifiziert Cradle to Cradle. Das heißt, es ist wirklich sauber und wir haben es auch schon eingeschickt und getestet. Die Rückmeldungen waren sehr gut. Das Einzige, es hieß, man würde es rausschmecken. Ja, also ich finde es jetzt nicht so tragisch. Ich habe auch schon wirklich gegessen. Ich möchte noch schnell zum Vorher noch kurz was ergänzen, bevor ich es schnell weitergebe. Ihr alle, ihr wisst jetzt, was Cradle to Cradle ist. Wir sind 3 Druckereien in Europa. Vorne auch von Googler auch da. Und unsere Aufgabe ist es, unseren Nachbarn, unserer Familie, unseren Freunden von Cradle to Cradle erzählen. Damit wir das hinkriegen, dass wir im Haushalt auch das machen können. Und es macht nichts, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, aber. Nein, wir alle sind Botschafter von Cradle to Cradle. Alle, die hier sind und wissen, was es ist. Danke. Da gibt es nur noch wenig dazu zu sagen, aber Westrock, Sie arbeiten im Verpackungssegment. Es mag noch ein paar Beipackzettel geben, aber zunächst einmal die Kartonage wird nicht deinkt, es entsteht kein Deinking-Schlamm. Es wird Graukarton oder Braunkarton, dunkle Papierfaser werden nicht deinkt. Das heißt, das Papier, die Kartonage, die recycelt wird, wird mit Cradle-to-Cradle-Farbe, ich sage jetzt mal, gesünder für diesen Kreislaufprozess, weil wir wissen, was drin sind. Und der erste Schritt ist, wenn wir von Cradle to Cradle Basic sprechen oder Bronze, wir wissen, was drin ist. Es sind bestimmte Stoffe schon nicht mehr drin. Und wenn wir uns durch diese einzelnen Stufen bewegen, wird die Farbe immer sicherer aus Gesundheitsaspekten heraus, aus Umweltaspekten heraus, um letztendlich das zu erreichen, was eine Platinumfarbe kann. Aber immer, wir wollen das Eigenschaftsprofil mitschleppen, um am bestmöglichst das abzubilden, was die anderen Regularien, die wir im Verpackungsbereich Food beispielsweise haben, auch noch da sind. Weil es hilft uns dann nichts, wenn die gesprengt sind und die Farbe gut ist. Wenn Sie mich fragen, wo wir auf einer Skala von 0 bis 100 sind auf diesem Weg, jetzt mit der Farbe, kommt es darauf an, welche Sie einsetzen. Ich weiß es, welche Sie einsetzen. Es ist eine silberzertifizierte Farbe. Da würde ich sagen, Sie haben mindestens 50% des Weges schon gemacht. Aber da gehören natürlich auch die Restkomponenten dazu. Die Farbe ist nur ein Teil, kann es beeinflussen, aber Sie haben auch Kartonagen drin, die das Gleiche können müssen, um letztendlich den Kreislauf zu schließen. Das ist eine Schwierigkeit, denn da sind wir heute noch am Kämpfen. Es gibt viele Recyclingprozesse, aber wenig, was aus dem Recyclingprozess rauskommt, ist im Food-Verpackungsbereich einsetzbar, weil da bestimmte Informationen einfach nicht vorliegen. In der idealen Welt ist der Kreislauf so geschlossen, dass wir alles nur noch in Cradle-to-Cradle- und Food-Verpackung haben. Dann können wir es nämlich unbedenklich, unwissentlich über die Inhaltsstoffe einfach einsetzen. Ist noch ein weiter Weg, aber besser, man fängt irgendwann an, als man fängt nie an. Und darum haben wir uns hier, wie wir sind, auf den Weg gemacht, genau das schnellstmöglich zu erreichen. Aber es sind dicke Bretter und ein bisschen Zeit brauchen wir auch dafür. Danke. Wir haben jetzt noch Zeit für 2 Fragen, würde ich mal sagen. Das ist der Herr, der das Mikrofon schon hat. Dann der Herr, der sich hier gemeldet hatte. Ich werde das an irgendeiner Stelle wahrscheinlich abbrechen müssen. Bitte. Gut, vielen Dank. Mein Name ist Wolf Naberhaus, Berlin, potenzieller internationaler Anwender. Ich habe eine kurze Frage an das Panel, insbesondere an Herrn Goh. Haben Sie schon Erfahrungen sammeln können im direkten mit Farbe Bedrucken von Glasflaschen und Kunststoffflaschen? So dass die Farbe in einem späteren Reinigungsprozess abgewaschen werden kann. Also kein Papier zwischendurch, sondern direktes Drucken. Danke. Also dieses Produktsortiment stellen wir nicht her. Von dem her kann ich dazu auch nichts sagen. Ob es dazu Cradle-to-Cradle-zertifizierte Farben gibt, das wage ich zu bezweifeln, denn das wüssten wir, weil wir in der Healthy Printing-Initiative da genau dran arbeiten. Vor langer Zeit gab es mal eine Firma, so fang Märchen an, die hatte so eine Farbe. Ich glaube, da müssen wir uns offline dazu unterhalten, weil ich nicht weiß, wie der Stand ist im Moment. Das war eine der ersten, da
Da gab es das ganze Zertifizierungsprogramm in dem Sinne noch gar nicht, aber die haben wir uns angeguckt, das war in den 90er Jahren. Kommen wir gerne nochmal drauf zurück, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer wieder gefragt wird, sollen wir auf Papierlabel drucken oder direkt drucken? Insofern eine ganz wichtige Frage. Sprechen Sie mich gerne nochmal an. Ja, absolut, obwohl das wahrscheinlich auch verschiedene Anwendungsschritte gibt und manchmal ist das Papierlabel dann auch genau das Richtige, auf jeden Fall. Okay. Zwei kurze Fragen. Stellen Sie sich noch mal vor. Mein Name ist Frank Spade, ich komme vom Humanistischen Verband, wir sind eher Anwender. Frage, ich habe verstanden, 30% der Farben auf dem europäischen Markt sind Cradle-to-Cradle zertifiziert oder auch nicht, aber da sind mehr Farben auf dem Markt. Woran erkenne ich die anderen Farben, wenn das nicht zertifiziert ist? Ich vermute, das Hindernis ist, dass die Zertifizierung etwas Geld kostet. Und die zweite Frage, wann kann ich erwarten, dass mir Epson für meinen Tintenstrahldrucker Cradle-to-Cradle-Farben liefert? Werde ich das noch erleben oder erst meine Enkelkinder? Danke. Ich greife dem ein bisschen vor schon. Ich hoffe, dass Sie das noch erleben. Es braucht den Druck. Ich glaube, das haben wir immer wieder gesagt. Und gerade für die Tintenstrahldrucker sind wir noch nicht so weit. Das müssen wir mal schauen. Das sind auch nicht die richtigen Vertreter da vorne. Es gibt andere Farbenhersteller, und das darf ich auch sagen, weil Herr Groh immer wieder darauf besteht, dass die Huber-Gruppe zwar ein Vorreiter ist und auch das gesamte Sortiment entsprechend verändert. Es gibt sehr progressive, gut entwickelte kleine Farbhersteller. Und bevor ich jetzt verschiedene Namen nenne, das ist dann immer ein bisschen schwierig, eingeladen waren eigentlich alle, das ist sozusagen die Wahl, auf der Healthy Printing Initiative können Sie sehen, was zertifiziert ist. Was nicht zertifiziert ist, ist dann die Restmasse. Als Nutzer und Anwender können wir das bei den meisten Produkten ja nicht sehen. Es sei denn, es steht wirklich mal das Cradle-to-Cradle-Label irgendwo drauf. Aber gerade im Druckbereich ist das ganz, ganz selten. Es sei denn, dass eine Druckerei, so wie Vögeli oder andere Druckereien, das dann auch entsprechend so kommunizieren. Dann hilft, und das ist auch immer ein Instrument, zu dem wir einladen als Verein, dann hilft Nachfragen. Das hat schon unheimlich viel bewegt. Viele der Firmen, die letztendlich dann auf IPEA zum Beispiel zukommen, sagen, wir kriegen immer mehr Nachfragen nach Cradle to Cradle oder was in unseren Produkten drin ist. Wie gehen wir damit um? Dann kommen sie halt zu IPEA und wollen die Informationen haben. Aber ich als Einzelperson habe ja ganz, ganz häufig das Gefühl, ich kann überhaupt nichts machen. Es sind so viele Probleme, die ich nicht verändern kann. Aber ich kann schreiben und ich kann reden. Ich kann anrufen, ich kann Briefe schreiben. Das ist wirklich was, was wirkt wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber stetiger Tropfen höhlt den Stein. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Instrument, das wir immer wieder hervorheben. Fragen. Das ist unser Recht und die meisten Firmen haben inzwischen ganze Abteilungen, die solche Fragen beantworten, weil sie sich nicht leisten können, das nicht zu beantworten. Eine Frage nehmen wir jetzt noch und dann die Dame hier vorne. Und dann werden Sie uns hier nämlich auch rausschmeißen, weil dann das nächste Panel beginnt. Stellen Sie sich kurz vor. Charlotte Stiefel vom Neunmal-Klug Verlag. Ich produziere Cradle-to-Cradle Bilderbücher und ich stelle mir immer wieder die Frage, es gibt so viele Firmen, die Cradle-to-Cradle anbieten und schreiben es nicht drauf. Schreibt Carlsberg auf das Logo, steht da irgendwo Cradle-to-Cradle drauf? Ich fände es nämlich so viel einfacher, das Cradle-to-Cradle zu erklären. Ich bin viel auf Messen unterwegs. Wenn ich sagen könnte, hey, vielleicht habt ihr es schon mal auf der Bierflasche gesehen oder auf dem Frosch-Spülmittel. Und es kennt einfach keiner. Und es wäre so viel einfacher, wenn da andere Firmen mitziehen und es klein draufdrucken, dann hätte man einen leichteren Aufzieher, es zu erklären. Ja, richtig, aber in dem Fall ist Cradle to Cradle hier lediglich dieses Vorder- und Rückseitenetikett. Wenn Sie da das Cradle-to-Cradle-Logo drauf machen, und ich glaube, Carlsberg wollte oder will es auch draufdrucken,
muss man sich fragen, das ist ja die Verwirrung beim Verbraucher, was ist denn jetzt Cradle to Cradle? Die Flasche, der Kronkorken, der Inhalt, da weiß ich, also das ist dann wirklich sehr verwirrend. Inhalt, Verpackung, was auch immer, am Ende werden Sie da wahrscheinlich eher die Antwort finden, wenn Sie ein Lifecycle Assessment machen. Aber für dieses Etikett können wir gerne draufdrucken, aber die Aussage wäre ja dann, dass das gesamte Gebinde mit Inhalt komplett alles Cradle-to-Cradle zertifiziert wäre. Und das war genau die Herausforderung auch bei diesen Verpackungsbeispielen, wo das Cradle-to-Cradle-Logo drauf ist, aber das gilt natürlich für das Hauptprodukt, das drin ist. Dass die Hersteller sich dann auch letztendlich da auf den Weg gemacht haben, die Verpackung zu optimieren, ist ein Folgeeffekt. Wenn man erstmal mit Cradle to Cradle angefangen hat, dann muss man das auch konsequent nach und nach umsetzen, auf jeden Fall. Aber das ist eine Herausforderung und eine gute Frage. Wir sehen das, wie gesagt, immer mehr, dass es genutzt wird, aber ein guter Punkt, auf jeden Fall. Wir müssen an dieser Stelle leider aufhören. Ich danke allen Panelisten ganz, ganz herzlich. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie Fragen gestellt haben und freue mich schon auf das nächste Panel. Herzlichen Dank.